Hallo zusammen und willkommen zurück bei Screenshooters. Willkommen zurück bei Delivers the Moon. Wir sind noch in diesem Raum. Hier blitzt und funkt es fleißig. Da, das sieht komisch aus. Und hier steht im Notfall auftrennen. Und das haben wir ja, ein Notfall. Also, trennen wir mal. Ping, ping, ping. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ganz wieder rot. Rot ist immer Gefahr. Ja, hier funkt und blitzt es auch. Oder Energie, Achtung, Hinweis. Den Grund haben, dass es hier offen ist. Schweben wir mal rüber. Autsch. Scheiße, Dreck. Das ist, glaube ich, nicht gut, oder? Mal eben ganz dezent eingewischt bekommen. Da, was zum Durchtrennen. Das ist eine Scheibe, ne? Bump. Jo. Aber jetzt können wir uns hier gefahrloser bewegen. Wartung. Da vorne ist die Wartung. Gehen wir mal durch. Wenn das hier nicht ein Glas ist. Nee. Was schwebt hier komisches? Kleine Portal oder was bist du? Komisch aus. So. Können wir hier irgendwas machen? Nein, 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 nein. Lebenserhaltungssystem. Da geht's weiter. Ziel. Versorge das Rotationstriebwerk der Station mit Strom. Rotationsantrieb. Da ist, da fehlen ein paar Energiezellen. Okay. Da ist nichts. Da geht es nicht weiter. Okay. Seht, wenn ich ihn ziehe, explodiert dann irgendwas? Das rausfinden. Okay. Das scheint auf jeden Fall irgendwas abgeschaltet zu haben, was auch immer. Gehen wir mal rein. Gut. Drehen. Das. Da hinten. Okay. Komme ich da hin? Teil zum Durchtrennen. Gut. Zu schnell gewesen. Okay, und jetzt? So, ich dachte, die anderen, die ziehen sich hier zurück. Okay. Okay. Können hier ihren Weg freigeschossen, sozusagen. Gut, gut. Energieversorgung der Lebenserhaltungssysteme so. Bei 40%. Na klar, ne? Dass sowas passiert.
Oh. Okay, nochmal. Natürlich schön gewesen, wenn man angezeigt bekommt, wie viel Schaden man noch verträgt. Bisschen vorsichtiger sein. Guck mal, man kann eigentlich sogar raus durchfliegen hier, wenn ich jetzt. Mir nicht nochmal den Arsch hier verbrennen, ne? Haben erreicht. Energieversorgung der Lebenserhaltungssysteme bei 20%. Super. Jo. Soll das wohl unser Weg sein hier hoch? Den hier. So. Energieversorgung der Lebenserhaltungssysteme kritisch. Jo. Ändert sich jetzt hoffentlich gleich. Energieversorgung vollständig von Lebenserhaltung auf Rotationsantrieb umgeleitet. Triebwerk kann im Kontrollzentrum aktiviert werden. Lebenserhaltungssysteme versagen. Lebenserhaltungssysteme versagen. Super. Da weiter. Lebenserhaltungssysteme fahren herunter. Sauerstoffreserven null. Ganz toll. Fahrstuhl offline. Ich hab keine Ahnung. Wo muss ich hin? Kontrollzentrum, glaube ich, ne? Ich glaube, es war hier. Libra. Da sind wir mit gestartet. Lebenserhaltungssysteme inaktiv. Sauerstoffreserven frei.
fast aufgetaucht. Ganz, ganz, ganz toll. So, hier. Oh ja, genau, hier sind wir richtig. Da lang. Da hinten war nämlich, genau. Geh doch. Runter. Wo ist mein Monster? Rotationsantrieb aktivieren. Online, perfekt. Leute. Was soll denn der Scheiß jetzt? Hallo? Ernsthaft jetzt? Okay, scheint aber so gewollt zu sein. Jetzt? Schweben wir. Da sind Sauerstoffkapseln, das ist schon mal gut. So wirklich viel haben wir ja hier nicht, ne? Leiten wir mal da drauf zu. 35 Sekunden noch. Ganz fiese Sache, da machen sie hier ein Parcours, ja. Okay, wohin als nächstes? Ich denke dadurch. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Komm, da ist ein bisschen mehr. Fuck. Immer da lang. Oh, das war ein bisschen mehr. Das ist schön. Wenn man nur schneller fliegen könnte. Da ist wieder eins. Okay. Das war eine Kapsel. Da kann ich also. Muss ich vorsichtig sein, dass ich da. Drin irgendwo Gegenzimmer. Wo muss ich jetzt hin? Da. Glaube ich. Jetzt haben sie schon beleuchtet. Geradeaus, da ist ein Knopf. Knöpfe muss man immer drücken. Notfall. Scheiße, was passiert? War scheinbar richtig. Ja, das war ja eine fiese Aktion jetzt hier. Loading. Okay, wo kommen wir jetzt hier an?
Auf dem Mond. Gut, so sollte es ja auch sein. MPT-Steuerung. Guck an. Dritte Person wieder. Gehe zum MPT-Kontrollzentrum. Berge einer ASE-Einheit, um Zugang zum MPT-Kontrollzentrum zu erhalten. Ja, dann gehe erstmal hier im Kreis. Ist hier irgendwas Besonderes Tolles? Hier ist ein Fenster. Komme ich nicht durch. Der Pearson-Weltraumfahrstuhl verbesserte die Logistik, indem er Menschen und Vorräte zum und vom Mond befördert. Als 2054 der Blackout stattfand, wurden alle die Crewmitglieder der Station Sarah Baker und Rolf Robertson durch den Fahrstuhl nach unten geschickt, um den Blackout auf der Mondoberfläche zu untersuchen. Aufgrund des Notfallprotokolls der Station war ihre Zeit äußerst begrenzt. Hoffentlich nicht zu begrenzt. So. Da geht's durch. Da geht's nicht durch. Interagieren. MPT-Netzwerk offline. Stationsenergieversorgung sehr niedrig. Diagnosefunktionen im MPT-Kontrollzentrum ausführen. Türen öffnen. Wunderbar. Die Türen. Da. Copernicus Mondzentrale 2059. Ja, noch 5 Jahre nach dem Blackout. Nichts dran geändert. Wir haben keine Zeitreise gemacht. Dafür, dass nur 2 Personen da waren. Groß. Aber gut, sie haben sie aufgebaut. Kann ich nichts machen. Schauen wir uns hier mal um. Treppen. ASG erforderlich. Mal hier. Keine Ahnung, kriech. Kriechen? Keine Ahnung. Gut. Hier haben wir was, das ist erleuchtet. Da sollen wir bestimmt gucken. Inspizieren. I say, Software behind your faithful companion. Die Software hinter ihrem treuen Begleiter, geschrieben von Eric Range. Rückseite, liebe Sarah, ich habe dieses Buch gefunden und dachte, du magst das. Bitte akzeptiere es als Dankeschön für all die Emotionen, die du in meinem ISE programmiert hast. Möge dieses Buch dich inspirieren, viel mehr zu programmieren. Mit freundlichen Grüßen, Rosa Laverne. Naja. Mag es wohl so sein. Kann ich nichts machen? Kann ich auch nichts machen. Das leuchtet einfach nur schön. Das war das. Dann gehen wir hier weiter. Hallo? Hallo? Sieht verlassen aus. Wo sind die alle? Keine Ahnung. So habe ich die Basis noch nie gesehen. Sieht Alex Wärmesignaturen? Nein, nichts. Das kann nicht sein. Vielleicht finde ich weiter unten was. Sarah, wir gehen der Sache auf den Grund. Und danke, dass ihr mich beim Blackout gerettet habt. Ich weiß, ich habe... Expeditionsteam, ihr solltet inzwischen auf der Oberfläche sein. Denkt dran, ihr habt da unten nur 40 Minuten. Verstanden, Pearson. Keine Ursache, Rolf. Schaust du mal ins Kontrollzentrum, was mit dem MPT nicht stimmt? Mach ich. Bleibt auf diesem Funkkanal. Ich sag Bescheid, wenn ich was finde. Okay. Nichts, nichts, nichts. Das ist ein Tor los. Komm ich denn da hin? Lager.
Öffnet sich nicht. Private. Private Ratsquartier, so. Isaac Johansson. Isaac war am Boden zerstört, als er vom Tod seiner Frau erfuhr, der sich im Jahr 2049 durch einen Sandsturm auf die Erde ereignete. Da seine Töchter nicht länger den sich verschlechternden Bedingungen der Erde aussetzen wollte, forderte er sie auf, zu ihm auf dem Mond zu kommen. Claire weigerte sich aus Sorge um Cassies Gesundheitszustand, kümmerte sich um ihre Schwester, bis Isaac seinen Einfluss ausübte, um die rechtliche Vormundschaft über Cassie zu erlangen. Cassie wurde bald darauf auf den Mond gebracht. Schön, schön. Schon wieder Antidepressiva. Moment, geht's zurück. Nochmal. Okay. Das sind nur die Pillen. Lektion, um dich zu perfekten Eltern zu machen. Das ist schön. Private Ratsquartiere, William MacArthur, Sicherheits- und Transport. Bla. Klöchen. Secret Civil Service, Weltsicherheitsdienst. Hiermit wird bestätigt, dass der Generaldirektor für Operationen W. MacArthur ehrenhaft aus dem Weltsicherheitsdienst entlassen wurde. Für Jahre voller Qualität, Sorgfalt und hervorragende Dienste unterzeichnet Jeffrey D. Pennywhistle, WSD Oberkommandeur. William MacArthur. Schön. MacArthur, kurzes Update. Die Evakuierten aus Tombaugh sind da. MacArthur, das Chaos von Tombaugh darf nie mehr passieren. Damit will ich nichts zu tun haben. Isaac Johansson. Isaac, gut. Wir können dann bald anfangen. Zeit für Sie, eine Entscheidung zu treffen. Vergiss nicht, dass kein Sprung nach vorne jemals ohne Opfer passiert ist. Überleben hat seinen Preis. Bald sind die Ereignisse in Tombaugh nur noch schwache Erinnerungen. Zeit, das alles hinter sich zu lassen. Okay, okay, okay. Ja, ganz ungemütlich sieht es ja hier nicht aus, ne? Weiter. Rosa Lavert, Leitung Mond- und Forschungsabteilung. Inspizieren. WSA rekrutiert Top-Wissenschaftler in den Lunarrat. Bei der Vorbereitung auf ihre bevorstehende Mission zur Kolonisierung des Mondes hat die WSA die Reihen des Lunarrats besetzt. Gegründet, um die WSA-Aktivitäten auf dem Mond zu koordinieren, waren zwei Sätze unbesetzt, bis die Spitzenwissenschaftler Dr. Rosa Lavert und Dr. Isaac Johansson diese Stellen erhielten. Lavert und Johansson werden persönlich William MacArthur ausgewählt, der eine lebenslange Erfahrung in der Überwachung komplexer internationaler Sicherheitsmissionen auf der ganzen Welt hat und vor kurzem zum Missionskommandanten der Mondexpedition ernannt wurde. Als Vorsitzender des Lunarrats wird MacArthur zusammen mit Lavert und Johansson die Kolonie leiten. Für viele ist die Ernennung von Dr. Lavert keine Überraschung. Die angesehene Wissenschaftlerin hat mehrere hochkarätige Forschungsteams geleitet und ist eine führende Expertin in den Gebieten der Fusionsenergieentwicklung und des Helium-3, der Ressource, welche die WSA auf dem Mond in Massen abbauen will, um das MPT zu betreiben. Meine Herren. Scrollen. So. Dr. Johansson ist im Grenzbereich zwischen Architektur und technischem Design tätig und bekannt für die gleichnamigen Johansson-Siedlungen. Durch den Entwurf der Siedlung, die in den Raumbedingungen der Äquatorwüste standhalten sollen, hat Johansson einen einzigartigen Einblick in den Bau physisch feindlicher Umgebungen erhalten. Es wird angenommen, dass ihr gemeinsames Wissen und die Erfahrung für die Kolonisierung des Mondes und die Errichtung des MPT, des gewaltigen Netzwerks zur Erzeugung und Übertragung von Energie vom Mond zur Erde, von entscheidender Bedeutung sein werden. Rückseite. Wie hoffnungsvoll wir waren. Das hier? Ziel, MPT, 100% Erdabdeckung. Fusionsreaktor, MPT, eine Formel, die ich nicht verstehe.
sind die Quartiere hier? Das ist noch das bekannte Interface. Spezieren. Reden. Kreuzung, Tombow, Erde. Die Besten und Klügsten. Das Neuzeitalter. Outward. Schöne Aussicht. Okay, was machen? Nö. Umschalten. Wen oder was kann ich umschalten? Wasserspender irgendwie, ne? Geil. Wie geht's weiter? Okay, die Tür ist geschlossen. Die Schleuse. Die auch. Nicht. Haben wir hier? Ah, das sind Hologramme. Das heißt, hier ist irgendwo das Teil, was wir suchen. Um genau zu sein. Da. William, was zur Hölle sollte diese Ansprache? Unser nächstes Kapitel, Rosa. Es ist Zeit. Die Schiffe sind bald soweit. Das ist nicht dein Ernst. Keine Ahnung wie. Bring das wieder in Ordnung und zwar jetzt. Das ist nicht nötig. Komm mit mir. Du meinst es ernst? Will, hast du den Verstand verloren? Wir können die Kolonie nicht zurücklassen. Nicht während des Blackouts. Nicht ohne das MPT-Signal. Die Erde verlässt sich auf uns. Kümmere dich nicht mehr um sie. Diese Zeit ist vorbei. Wir müssen die lange Reise antreten. Das war die Abmachung. Die Schiffe sollten ein letzter Ausweg sein. Wir haben beim ersten Mal nicht aufgegeben und jetzt auch nicht. Mit dem Netzwerk können wir die Erde wieder mit Energie versorgen. Wir haben's fast, William. Nein, sind wir nicht. Nicht im geringsten. Wenn du noch immer glaubst, dass der MPT die ganze Erde versorgen kann, sind das Wahnvorstellungen. Eine einzige Hoffnung bleibt. Outward, mach dich bereit, es geht los. Ich gehe nicht, Will. Nein, nicht so. Das war keine Bitte. Schafft sie aufs Schiff! Was? Ist das wirklich? Na, was ist da abgegangen? Nach einer unfallheilvollen Rede holt Lunar-Ratsmitglied William MacArthur seine Kollegin Dr. Rosa Laverde für eine mysteriöse Reise ab. Empört weigert sie sich, ihm anzuschließen und behauptet, dass der MPT und die Erde gerettet werden können. MacArthur akzeptiert kein Nein als Antwort und zwingt sie, mit ihm mitzukommen. Aufgezeichnet am 23. September 2054, 4 Minuten nach dem Blackout. Hardware-Fehler erkannt. Okay. Wartung erforderlich. Wo warte ich ihn? Das weiß ich nicht. Okay. Schauen wir mal. Okay, gut. Wie auch immer. Wir kümmern uns darum im nächsten Video, denn an der Stelle haben wir eine kleine Pause. Und dann sehen wir, wie und wo man das repariert. In diesem Sinne, macht's gut.